80.000 kamen heute ins Gelsenkirchener Parkstadion. Toni Schumacher heute sicherlich mit besonderem Ehrgeiz. Dies deutet er auch seinen Fans an. Sein Gegenüber Bodo Ilgner, dessen Einsatz entschied sich erst kurz vor Spielbeginn. Er war durch eine Knöchelverletzung gehandicapt. Der Tabellenletzte aus Schalke zu erkennen an den blau-weißen Trikots begann ausgesprochen aggressiv und zweikampfstark in den ersten Minuten. Freistoß. Wilfried Hannes. Kopfballabwehr Steiner. Postwenden kommt der Ball zurück. Dann ist Olaf Thon da. Die Kölner wähnen Sekundenbruchteile den Schalker im Abseits, aber er ist es nicht. Die Zeitlupe wird es verdeutlichen. Frühe Führung für den Tabellenletzten aus Schalke. Gespielt waren 2 Minuten 33 Sekunden. Wir sehen diesen Treffer noch einmal. Die Kopfballabwehr von Steiner. Ich glaube, Jakobs bringt den Ball zurück. Olaf Thon spritzt dazwischen. Ilgner geschlagen. So recht nach dem Geschmack der Schalker Zuschauer. Eine frühe Schalker Führung. Rolf Schafstall. Erst einmal kann er tief durchatmen. Während sein Kontrahent Christoph Daum ansehen muss, wie nur 60 Sekunden später der zweite Treffer fällt. Da wird Goldbeck förmlich zum Tore schießen eingeladen. Und der dänische Spieler lässt sich diese Chance nicht entgehen. Erhöht auf 2:0. Vorbereitet durch Olaf Thon und hervorragend vollstreckt durch Bjarne Goldbeck. Die Kölner heute ohne den gesperrten Engels. Morten Olsen wurde im defensiven Mittelfeld zu diesem Zeitpunkt schmerzlich vermisst. Woodcock und Gallenkirchen ergänzten die Plätze. Dann Foulspiel gegen Jürgen Kohler. Olaf Thon war sein ständiger Schatten und Freistoß für Köln. Pierre Littbarski, Jürgen Kohler, Kopfball und auch Toni Schumacher kann da den Ball nur hinterher schauen. Der Anschlusstreffer der Kölner durch den Vorstopper, durch Jürgen Kohler. Toll, wie da der Kölner genau im richtigen Moment steigt, aber auch kein Gegenspieler war bei ihm. Nichts zu halten an diesem Treffer für Schumacher. 3 Tore in 10 Minuten, Fußballherz, was willst du mehr? Es war richtig was los in Schalke. Und es ging weiter. Die Kölner fanden nun zu ihrem Spiel Flemming Paulsen, bei ihm Michael Klinkert. Und Michael Prus war das, der da gerade rettete. Fußballerisch ging ganz schön was ab im Parkstadion, auch wenn Christoph Daum, den wir hier sehen, mit dem Spiel seiner Mannschaft bis dahin letztlich nicht zufrieden war. Aber die Kölner wurden ständig stärker. Thomas Alois war das, heute Kapitän. Da kommt er wieder an den Ball, Direktabnahme und Glück für Schumacher. Paul Steiner. Gallenkirchen, Littbarski mit vielen Ideen. Matthias Hönebach heute auf der Position des letzten Mannes. Paulsen, Thomas Alois. Und sein Gegenspieler Michael Prus hatte viel Mühe, den Kölner zu halten, der immer unterwegs war, sich viele Chancen selbst daraus spielte. Dann wieder Pierre Littbarski. Fast ansatzlos seine Abspiele. Toni Woodcock, wieder Littbarski. Und dann Armin Görz. Toll, wie er das macht, ein tückischer Aufsetzer. Auch da gab es nichts zu halten. Schumacher auch zum zweiten Mal geschlagen. 2:2 der Spielstand. Nicht einmal eine halbe Stunde war verstrichen. Auch diesen Treffer sehen wir noch einmal. Pierre Littbarski, der sich da hervorragend durchsetzt. 29. Spielminute, der Ausgleich zum und dann Armin Görz, der da gar nicht lange fackelt, abzieht. 2:2. Eine erwähnenswerte Situation noch vor der Pause, der vierte Eckball von Köln. Fast direkt Wandel von Pierre Littbarski mit viel Effet geschossen. Schumacher setzt da ein sicheres Auge, aber da wäre er fast verladen. Wir sehen auch diesen Ball noch einmal. 2:2, das war der Pausenstand. In der Pause meldeten sich wieder mal die Krawallmacher in der Südkurve. Leuchtraketen nach der Polizei. Die Rabauken bleiben, leider muss man sagen, unbelehrbar. Zurück zum Spiel. Carsten Marquardt kam für Abramczyk in die Mannschaft bei Schalke. Aber diesmal erwischten die Kölner den besseren Start. Abspielfehler im Mittelfeld. Und dann wird Woodcock in Szene gesetzt.
Wilfried Hannes kann da nicht so schnell folgen, zieht ab und das macht Toni Schumacher, das Glück des Tüchtigen, denn Kopp trifft nur außen. Jürgen Kohler, direkter Gegenspieler von Olaf Thon, ging nun mehr und mehr in die Offensive. Keine Abseitsposition, diesmal Flemming Paulsen. Erneute Gelegenheit für die Kölner in Führung. Dann so etwa 10 Minuten nach dem Wechsel, dann sich Schalke wieder auf das Kämpfer. Klaus-Dieter Wollitz. Also irgendwie durch, dann die 5 Meter, das war natürlich keiner. Schiedsrichter Anton Mattei ließ hier zurecht weiterspielen. Im Gegenzug dann wieder der 1. FC Köln. Tony Woodcock macht ein gutes Spiel heute. Mit Barski und dritte Torchance Thomas Aller. Vorbild in der kämpferischen Einstellung Goldbeck, der hier nur knapp das Tor von Ilkner verfehlt. Zweikämpfe wurden härter. Thomas Hessler. Gut 65 Minuten verstrichen, weiterhin 2:2. Pierre Littbars immer wieder anspielbereit, immer mit einem guten Auge für seine Spieler. Herrlich, wie er hier Thomas auf die Szene setzt. Und der Köln, heute Kapitän für den gesperrten Netz, da einfach kein Schussklub. Dann wieder Goldbeck. Matthias Hönerbach, der kurz zuvor gelb sah, lässt ihn hier auflaufen. Schiedsrichter Anton Matthes, das sehen wir, hebt die Hand, entscheidet auf indirekten Freiball im Tor. Martin Giesel hat da abgezogen, aber viel, viel Aufregung, der Treffer zählt nicht. Schiedsrichter Anton Matthes lässt sich nicht beirren, hatte auf indirekten Freistoß entschieden. Und wir schauen uns die Wiederholung an. Befragt seinen Linienrichter. Der erste Schalke läuft über den Ball. Der Ball zischt durch die Kölner Mauer und ich glaube auch Bodo Ilkner war nicht mit der Hand am Ball. Demzufolge die Entscheidung von Schiedsrichter Anton Mattheis korrekt. Es bleibt also beim 2:2. Marquardt und Edelmann waren inzwischen aufs Feld gekommen auf Schalker Seite. Baranowski neu ins Spiel für Thomas Hessler. Von Christoph Daum aufs Feld geschickt. Dann Martin Giesel gegen Görz. Hannes zu Hilfe, Freistoß für Köln. Toni Schumacher, diesmal gewohnt sicher. Das war die letzte Chance auf beiden Seiten. Es blieb letztlich beim 2:2 zwischen Schalke und Köln. Nach dem Spiel sprach mein Kollege Dieter mit Schalkes Torhüter Toni Schumacher und Schiedsrichter Anton Mann.